die dir im Kampf gegen Mongolen helfen werden. Perfekte Parade. Pariere im letzten möglichen Moment, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Verleiht eine mittlere Menge Entschlossenheit. L1, kurz bevor Schaden genommen wird. Dreieck oder Viereck? Perfekte Parade. Und das sind die, seht ihr, das sind die Dinger. Samurai, Kampfhaltung oder Geist. Und ich will Geist sein. Weitreichendes Gehör. Alter, ja, das ist geil. Herausfordernde Serie ist geil. Das heißt, ich könnte herausfordern. Wasserkampfhaltung, Windkampfhaltung, Mondkampf, Alter, was es alles gibt, Mann. Samurai. Alter. Was es alles gibt, Mann. Digga. Komm, sogar Ausrüstung können wir verbessern. Der Schaden kann erhöht werden. So, die Kleidung kann später noch geändert werden und sowas. Alter. Wir können sogar Lieder freischalten, die man dann spielt und so weiter und so fort. Guck mal. Bringe Gegner schneller um. Verbessern. Komm, wir bräuchten Eisen 30 und Vorräte. Dann könnten wir die heimliche. Das Tempo verbessern, seht ihr das? Dann würden wir Leute schneller töten. Siehst du, wir könnten das sogar verbessern schon. Der gebrochene Schmied. Gasthaus Reisholen, Erweiterung der Legende, wenig. Kampfhaltungsfortschritt und 8 Eisen gibt es hier. Unentdeckter Ort. Fuchsbau.
Was mache ich an dem Fuchsbau? Keine Ahnung, was man in einem Fuchsbau macht. Lass uns mal den Ort noch entdecken. Wir machen noch bis 2 ungefähr. Und dann gehe ich auch pennen. Und dann machen wir morgen um 15 Uhr weiter. Aber bis jetzt, Leute, wie ist das Game? Geil, oder? Das Geilste ist, du hast halt keinen HUD in dem Game. Das ist halt mega nice. Es nervt nicht so viel. Irgendwas. Da oben ist so ein Dialog. Bilde ich mir das ein? Oder schmeckt die Hirse verdorben? Sie hängt euch bloß genauso zum Hals raus wie mir. Noch ein Samurai? Lebendig? Ich dachte, Fürst Jinroku wäre der Einzige. Der Name sagt mir nichts. Er ist in Kashine, mein Herr. Es freut ihn sicher, euch zu sehen. Ich würde ihn gerne treffen. Karte aktualisieren. Ein Bogenschütze wäre hilfreich. Jemand wie Sensei Ishikawa. Die andere Seite der Ehre. 10 Leinen. Niedere... Tarntalisman, Erweiterung der Legende, wenig. Wir gehen einmal hier hin. Also diese Orte geben auch immer Sachen preis. So. So. Sehr interessant. Das Geilste ist auch das mit dem Herausfordern. Lager der Überlebenden. Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Händler. Fürst Sakai, ihr habt die Invasion überlebt? Ja. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, mein Herr. Doch ich sah euch in die Schlacht reiten. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Es heißt, wenn ihr das tragt, führt euch eine Seele zu allem, was ihr sucht. Klingt, als hättet ihr dafür auch selbst Gebrauch. Nicht, wo Mongolen durchs Land streifen. Doch falls sie euch zu Blumen führt, bringt sie mir. Oder anderen Händlern. Wir können daraus Farben herstellen. Ich werde daran denken. Danke. Farben herstellen, ja. Habe ich auch gehört. Tracht des Reisenden. Perfekt für alle, denen eine lange Reise bevorsteht. Schwertkits. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Ah, wow, Alter. Da kann man die Klingfarbe verändern. Das sieht ja abgefahren aus.
Geil. Da kann man dann noch verschiedene Rüstungen und Hüte auch. Das ist nice. Leitender Windziel. Danke. Ich wünsche euch stets freies Gelände. Ein Händler. Was ist er hier für einer? Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Munition und Ressourcen. Aber ihm kann man Sachen kaufen, okay. Ich bringe eine Opfergabe für und was sagt er mir? Oder sie? Seid gegrüßt, mein Herr. Ihr wirkt bekümmert. Was ist? Ich sah einen furchtbaren Kampf am Kuta-Gehöft mit an. Banditen und Mongolen schlachteten einander ab. Normalerweise würde ich sie einander umbringen lassen. Doch dabei könnten andere in Gefahr geraten. Haltet euch dort fern. Ich sehe nach. Ah, und die geben uns immer Tipps, wo man hingehen kann. Wo was passiert ist und so. Da zum Beispiel. Niederer Nahkampf-Talisman und sowas. Also man kriegt irgendwie Talismänner. Lass uns mal das noch machen. Kommt, Leute, das machen wir jetzt noch. Ich wäre euch gern zu Diensten. Guck, wie geil das mit dem Wind gemacht ist. Wenn du willst, wissen willst, in welche Richtung du willst, dann lässt man das mit dem Wind einfach anzeigen. Hier sind die beiden. Hier sind drei Leute. Einfach mal gucken, was hier so ist. Hier läuft einer rum. Ach, guck mal hier. Das ist ein kleiner Ninja. Die Tracht des Reisenden pulsiert, wenn Artefakte in der Nähe sind. Ach, guck mal her, ich habe eine andere Klamotte an.
Hilfe! Da hinten ist ein Roter. Danke! Hier ist nichts. Oh, Artefakt. Ah, ein Artefakt. Ich glaube, ich muss die herausfordern. Anders geht es, glaube ich, nicht. Der steht alleine da ab und zu, ne? Guck mal. Der geht raus und bewegt sich immer mal weg. Die beiden hier bewegen sich gar nicht. Weil der eine bewegt sich. Der bewegt sich ab und zu mal weg, der Dicke. Der Dicke geht ab und zu hoch und quatscht mit dem einen Typen drinne. Dann müssen wir nur warten, bis der eine rumkommt und ihn dann töten. Und dann haben wir nur noch zwei oder vier Leute haben wir nur noch. Einen Dicken, den wir herausfordern können. Der Dicke hat das gar nicht mitgekriegt. Einen hundigen Herz auf! Digga, der hat das gar nicht mitgekriegt, wie ich den abgestochen habe. Baby, let's go. Dann haben wir zwei wieder schön im Attentat abgeschlachtet. Kann ich auch von oben einen Attentat machen? Habt ihr die Seenotz hier oben?
Weiß halt nicht, ob die, wie weit die gucken können, wenn ich oben auf einem Dach bin oder so. Wir sind halt der eine, da hinten ist ein Anführer. Jetzt gehe ich seinen Kollegen da hinten noch töten. Rein ins Häuschen. Raus aus dem Häuschen oder was? Ne, hier. Ich mag diesen Sneaky Move. Aufschlitzen, das kleine Schweinchen. Chance dagegen, da kann ich nichts machen. Aber ich muss halt irgendwas drücken. Okay, ich kann ihn einen kritischen Treffer verpassen. Das war's. Oh shit, muss ich alles wieder von vorne machen. RIP. Shut the fuck up. Belastend, wenn man alles nochmal machen muss. Darf man sich echt keine Fehler erlauben. Aber das Geilste sind so Attentate aus dem Hinterhalt. Ich meine, scheiß auf den Kodex, Junge. Solange wir die Leute abschlachten können und das schnell geht, warum nicht? Ich zerfetz die. So. Chin Harbo,
Komm hoch, Bitch! Ich muss ehrlich sagen, das Kämpfen macht mir viel mehr Spaß als das Sneaky sein. Das Kämpfen ist einfach voll episch, Mann. Erbsensuppe. Das sind so Nebenmissionen, ne? Das Ding ist halt so, diese Nebenquests oder dieses allgemein, das macht einfach viel mehr Spaß. Kaputte Rüstung oder das hier? Man kriegt auch Tracht von den Leuten, was Bedeutung hat und was dir irgendwas gibt. Effektiv gegen Schwertkämpfer. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Taumelschaden zu. Alter. Guck mal, die Wasserkampfhaltung müssen wir freischalten. Zum Freischalten weitere Mongolenführer besiegen. Einen Mongolenführer müssen wir noch besiegen, dann würden wir die Wasserkampfhaltung kriegen. Dann gibt es die Windkampfhaltung und dann die Mondkampfhaltung. Matratier, dann geht man mit zwei durchbohrenden Schlägen. Dreieck gedrückt halten, dann Dreieck antippen. Dann kann man sogar große Viecher kaputt machen. Erkunde Tsushima, um verschiedene Aktivitäten zu entdecken, die deine Fähigkeiten verbessern. Sammle Artefakte, um mehr über die Mongolen zu erfahren. Gesammelte Ressourcen werden in deiner Tasche gelagert. Ina-Schrein. Einige der Schreine auf Tsushima sind Ina gewidmet, dem Kami der Landwirtschaft und des Überflusses. Füchse sind die Boten Inas und werden häufig von diesen heiligen Städten angezogen. Finde und ehre die Schreine auf der Insel, die Ina gewidmet sind. Finde und ehre die Schreine auf der Insel. Ich meine, wir haben einen so einen Schrein gefunden, nur wie ehrt man den? Das ist abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Ist halt geil, man will halt einfach die ganzen Fragezeichen und den ganzen Shit aufdecken, ne? So. Liebe Leute, aber wir sind soweit. Besuche Schwertschmied. Für Verbesserung verfügbare Katana. Ne, wir sind soweit, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen.
Wir waren jetzt 15 Stunden fast online. Wir werden Ghost of Tsushima morgen weiterspielen. Ich gebe überall Bescheid. Auf YouTube und auf Twitch, auf Discord. Also seid alle dabei. Bis morgen um wann auch immer ich aufstehe. Danke fürs Zusehen und bis morgen.